Bei mir geht es einfach darum, ich bekomme immer wieder die Frage, ob das überhaupt funktioniert, rein online. Hallo und herzlich willkommen. Meine Kollegin Adelaida und ich, wir besprechen heute, warum es im Jahr 2024 für dich gut wäre, endlich auf digitale Buchhaltung umzuswitchen. Wenn du jetzt immer noch deine ganzen Papierordner hast und so weiter und so fort, das könntest du jetzt in Zukunft alles digital machen. Wir sprechen über die Benefits, warum das für dich gut ist, warum das für dich einfacher ist, kosteneffizienter und so weiter. Und ich würde sagen, legen wir gleich los. Also Adelaida, du bist ja jetzt schon seit 4 Jahren Bilanzbuchhalterin. Mhm. Ich würde dich bezeichnen als eine der Vorreiterinnen in Sachen digitale Buchhaltung, Bilanzierung und so weiter. Mhm. Du arbeitest ja auch schon sehr lange mit einem Top-Tool eigentlich und schaffst es für deine Mandanten da wirklich die Buchhaltung zu vereinfachen, Systeme aufzusetzen, dass das alles automatisiert wird. Mhm. Erklär mal ein bisschen, wie machst du das und wie funktioniert das so für dich? Ja, also wie mache ich das? Zu Beginn, überhaupt bevor ich damit begonnen habe, ich habe mich durch die Welt der Programme durchgeforstet und ich glaube, es geht jedem Unternehmer so, nicht nur Steuerberatern, die halt Programme für ihre Klienten suchen, sondern Unternehmer suchen auch am Anfang, welches Programm ist das ideale Programm für mich. Und es ist heutzutage leider nicht mehr so einfach, sich für eins zu entscheiden, und vor allem, wenn du dich für eins entscheidest, dann bist du irgendwo daran gebunden, weil du ja schon Zeit investiert hast, darin das Programm aufzubauen. Ja, und später so einfach switchen ist halt auch nicht so geil dann. Nein, das ist echt nicht geil. Und ja, und ich habe ein cooles Programm gefunden. Ich habe jetzt jahrelang mit der Firma Boxy zusammengearbeitet. Das heißt, wir haben in der Kanzlei selbst ein eigenes Klientenportal, ein digitales Klientenportal. Und es ist nicht nur einfach ein digitales Klientenportal. Was bedeutet das überhaupt für mich oder für unsere Kanzlei und auch für die Unternehmer? Es erspart uns in der Kanzlei Zeit und dem Unternehmer genauso. Warum? Der Unternehmer hat 3 verschiedene Möglichkeiten, wie er seine Belege schnell hochladet. Muss überhaupt nicht technisch affin sein, das war mir nämlich sehr wichtig, ja, weil damit ein Programm gut ist, muss es leicht bedienbar sein für jeden. Das heißt, es ist für jeden Unternehmer leicht, seine Belege hochzuladen, es gibt eine Handy-App, er kann ins Klientenportal einsteigen und er versteht auf einmal auch seine Zahlen, auch wenn er kein Buchhalter ist. Warum? Es wird alles schön in Grafiken dargestellt, ohne Saldenlisten oder so weiter und so fort. Also Saldenlisten haben wir natürlich auch dabei, für die Unternehmer, die tatsächlich sattelfest sind im Rechnungswesen, und dann gibt es halt schöne Grafiken für die anderen. Um da kurz einzuhaken, überhaupt das ganze Thema digitale Buchhaltung und so weiter. Zu mir kommen ja auch immer wieder Mandanten und die fragen, was ist eigentlich mit den ganzen Belegen? Wenn man jetzt alles online macht, muss ich diese ganzen Originalbelege immer noch aufbewahren, werde ich gefragt. Und wenn du es richtig machst, musst du das nicht, aber da sollten ja schon ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Magst du da mal kurz darauf eingehen, worauf die Leute achten sollen, wenn sie jetzt wirklich alles auf digital umstellen? Ja, also es ist in Österreich so, in der Bundesabgabenordnung gibt es ein Gesetz seit 2018, das wurde verankert, dass elektronische Buchhaltung möglich ist, ja, elektronische Rechnungen möglich sind, aber man muss ein internes Steuerkontrollsystem im Unternehmen haben. Ja? Internes Steuerkontrollsystem, das sorgt sozusagen dafür, das ist so wie ein Prozesshandbuch im Endeffekt, ja, was passiert mit jedem Beleg, wie, in welcher Form und so weiter und so fort. Und man muss dafür sorgen, dass man ein revisionssicheres Archiv hat, bei sich im Unternehmen, nicht der Steuerberater. Ja. Jeder Steuerberater hat ein revisionssicheres Archiv, aber wir bewahren die digitalen Belege für die Klienten auf. Und da kommt immer wieder dieser Denkfehler von den Klienten, wenn ich es dem Steuerberater schicke, er bewahrt es ja für mich auf, weil früher bei den analogen Belegen war es ja auch so. Jetzt da hat er es halt in Ordnern aufbewahrt. Genau, da hat er es in Ordnung aufbewahrt. Es waren noch tatsächlich die originalen Belege noch drinnen. Was passiert jetzt aber bei einer digitalen Steuerberatung oder der digitalen Buchhaltung? Der Klient schickt den Beleg hoch, der Beleg wird verarbeitet, es wird eingegriffen im Beleg. Der Beleg ist danach nicht mehr original. Ja. Das heißt, wenn der Beleg dann bei uns landet, ist er schon verarbeitet gewesen. Der ist zwar bei uns revisionssicher abgespeichert, aber er ist nicht original. Und das vergessen viele Unternehmer oder verlassen sich sozusagen drauf. Und den größten Fehler, den viele machen, die sagen dann, na, ich habe Angst vor der digitalen Buchhaltung, und die bekommen eine Rechnung per E-Mail und dann drucken sie diese Rechnung aus, weil sie glauben, das ist ja dann die Originalrechnung. Mhm. Ja? Nein, das ist komplett falsch.
Wenn man eine Rechnung ausdruckt, ist es so, wie wenn ich eine analoge Rechnung einscanne. Es ist eine Kopie. Das heißt, ich rate hier vielen Unternehmern auch, damit sie sich auch das Leben hier vereinfachen, ein eigenes Postfach zu errichten, wie invoices@cotex.at. Mhm. Und die Möglichkeit gibt es bei Microsoft, bei Google und so weiter, eine revisionssichere Archivierung an diesem Postfach zu verknüpfen. Somit sorgen Sie dafür, dass Sie ein revisionssicheres Archiv über das ganze Postfach haben. Die Belege bewahren Sie oder diese E-Mails mit den Belegen bewahren Sie 7 Jahre lang auf und Sie sind auf der sicheren Seite. Okay, aber wenn ich jetzt eine nicht so technisch affine Person bin, ich will die ganze Buchhaltung und so weiter zwar digital machen, weil es ja doch Erleichterungen bietet, aber ich will mich jetzt nicht mit diesen Einrichtungen, also nicht darum kümmern. Ja. Unterstützt du dabei? Na dann, komm zu mir, sicher. Na dann, okay. Das ist genau mein Gebiet. Also ich mache das schon seit Jahren. Ich setze mich mit diesem Thema schon seit Jahren auseinander. Und darauf, worauf ich vorhin auch hin wollte, warum diese digitalen Portale so gut sind, auch für den Klienten sowie für die Steuerberater ist, viele haben schon gewisse Technologien eingebaut, die dafür sorgen, dass Buchungssätze automatisch gebildet werden. So, wo ist der Vorteil für den Unternehmer? Für den Unternehmer ist der Vorteil, dass wenn er jetzt die Buchhaltung hochladet, der die Möglichkeit auch hat, laufende Buchhaltung zu bekommen, weil der Steuerberater auch viel mehr Zeitkapazitäten gewinnt durch diese Automatisierung. Wo ist der Vorteil für den Steuerberater? Wir haben in unserer Branche einen Fachkräftemangel, so können wir dem entgegenwirken mit solchen Tools. Ja? Das heißt, für mich war es keine einfache Entscheidung, für welches Tool entscheide ich mich. Und da bin ich auch gerne eine Stütze. Nur finde ich, am Ende des Tages muss jeder Unternehmer selbst entscheiden, welches. Ich kann gerne die Vor- und Nachteile nennen, ja, aber wie das User Interface ist, wie gehe ich mit einem Programm um, wie komme ich mit dem Programm klar, muss jeder für sich entscheiden, auch am Ende des Tages. Ja, man muss ja auch sagen, für manche Leute ist es ja trotzdem nichts. Auch wenn die digitale Buchhaltung meines Erachtens, und da wirst du mir zustimmen, sehr gut ist, für manche Leute, sehr alteingesessen, die einfach partout alles in Handform haben möchten, ja, wir sollen es halt auch weiterhin so fortführen, aber das ist ja nicht unser Thema. Naja, es ist schon unser Thema, also natürlich, irgendwo ist es nicht unser Thema, aber es wird zum Thema für alle werden, und zwar im Jahr 2025 spätestens, weil da kommen die ESG-Kennzahlen und damit setzen sich viele Unternehmer nicht mehr auseinander. Und was bedeuten diese ESG-Kennzahlen? Die werden dafür sorgen, ob ich eine Bonität habe bei der Bank oder nicht. Und ESG bedeutet, dass ich nachhaltig bin, dass ich digitalisiert bin und so weiter und so fort. Und wenn ich diese Kennzahlen nicht erfülle, aber dann von der Bank etwas haben möchte, dann in weiterer Zukunft werde ich nichts bekommen. Ja. Dann wird es schwierig. Ja? Und viele Unternehmer sagen auch jetzt, okay, ja, ich bin alt und ich gehe in 3 Jahren Pension oder 4 Jahren, mich interessiert das nicht. Ja, es sollte dich schon interessieren, weil der Wiederverkaufswert deines Unternehmens hängt mittlerweile auch schon davon ab, ob dein Unternehmen digitale Prozesse hat oder nicht. Wenn du nur analoge Prozesse hast und der Nachfolger muss alles dann in digitale Prozesse dann umwandeln, dann wird er ja nicht bereit sein, so einen hohen Preis oder einen höheren Preis zu bezahlen. Das heißt, dein Unternehmenswert steigt auch damit, wenn du digitale Prozesse einführst. Deswegen ist es eigentlich für alle wichtig, auch wenn sie in 2, 3 Jahren in Pension gehen, wenn sie sich entscheiden, dass sie in 2, 3 Jahren ihr Unternehmen verkaufen wollen an einen Wildfremden. Deswegen, ja, es sollten alle digitalisieren. Und ich verstehe auch viele Unternehmer, die sagen, nein, ich scheue mich dagegen, aber ich kann euch ein Beispiel nennen. Ich habe eine 76-jährige Klientin, die kennt sich aus mit unserem Programm und sie hat jede Ecke gefunden, die ich nicht einmal gefunden habe. Es hängt also nicht vom Alter ab und es hängt auch nicht von der IT-Affinität ab. Es hängt meistens, so wie in vielen Dingen im Leben, von der Persönlichkeit ab und wie bereit bin ich, diesen Schritt zu gehen und mitzugehen. Aber genug von der digitalen Buchhaltung. Du bist ja auch ziemlich cool auf den Markt getreten. Du bist Online-Steuerberater. Also du bietest eigentlich genau das an, was die Leute brauchen. Rundherum von überall Service. Also wie funktioniert das eigentlich für dich oder wie funktioniert das für deine Klienten? Weil ich glaube, du bist sogar über WhatsApp erreichbar, oder? Genau. Also ich bin reiner Online-Steuerberater. Das heißt, es wird alles übers Internet gemacht, über Video, über WhatsApp, über Telefon, E-Mail, wenn jemand das ganz klassisch machen möchte. Ganz, ganz klassisch, Brief gibt es bei mir nicht mehr. Aber E-Mail geht noch. Bei mir geht es einfach darum,
Ich bekomme immer wieder die Frage, ob das überhaupt funktioniert, rein online. Mhm. Was halt sehr praktisch ist, wenn man als reiner Online-Steuerberater arbeitet, ist, dass man natürlich räumlich nicht begrenzt ist. Mhm. Meine Mandanten, die wohnen in Wien teilweise. Ich selbst, ich wohne in Wien, habe die Kanzlei in Wien. Aber ich habe auch Mandanten bis hin nach Vorarlberg oder gar im Ausland. Mhm. Beispielsweise Deutsche, die ursprünglich in Österreich gelebt haben, jetzt in Deutschland sind, die brauchen noch Steuererklärungen. Da unterstütze ich auch. Und der muss nicht zu mir in die Kanzlei kommen. Wir machen alles online. Und meiner Meinung nach, in der Zeit, in der wir heute leben, mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, ist es nicht unbedingt notwendig, dass man sich immer persönlich trifft. Und gerade bei den Standardthemen, da kann man halt einfach das über Video machen. Mhm. Also ich versuche auch einen sehr persönlichen Kontakt dazu schaffen, also dass man trotzdem über Video sich regelmäßig sieht und nicht nur alles über WhatsApp macht. Aber ich habe auch Mandanten, die wollen fast ausschließlich Sprachnachrichten in WhatsApp machen. Gerade die jüngere Generation und denen gefällt das eigentlich sehr, dass man hier nicht lange E-Mails hin und her schreibt, auch tagelang warten muss auf Antworten, sondern dass die einfach eine Frage stellen, kurze Sprachnachricht und ja, sobald es geht, bekommen sie eine Sprachnachricht zurück und das Thema ist dann oft einmal gleich geklärt. Ja, ich finde das einen tollen Ansatz. Also ich glaube, wir sind genau die Zukunft, die man sein sollte. Ja, das ist auch das Feedback eigentlich. Also ich glaube, bei dir wird es ja nicht anders sein, aber die Leute, die wollen einfach heutzutage auch alles. Jeder ist am Handy und die wollen einfach die Themen schnell geklärt haben. Natürlich, wir können oft auch nicht zaubern, aber es ist einfach was anderes, wenn die, und die Mandanten schätzen das auch, wenn die jetzt nicht 5 Tage lang auf eine E-Mail warten müssen, sondern wenn einfach ein regelmäßiger Kontakt da ist und wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie einfach einen Ansprechpartner haben, der, wenn einmal irgendwas ist, der ihnen zur Seite steht. Mhm. Zwar nicht immer physisch, aber nur einen WhatsApp-Nachricht sozusagen entfernt. Mhm. Ja, das ist korrekt. Adelaida, vielen Dank für deine Einblicke, wie du das machst. Also wenn auch du deine Buchhaltung jetzt auf digital umstellen möchtest, die Adelaida und ich, wir unterstützen dich hier gerne. Schreib uns dazu einfach eine E-Mail oder buch ein Erstgespräch. Und wenn dir dieses Video insgesamt gefallen hat, dann kannst du auch gerne den Kanal abonnieren und das Video auch gerne liken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.